Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf diesem Marsch. Wir sind fleißig bei und ernten verzögerte Karte. Die Kurzblick und Reiheverband, was nicht ganz klappt, weil wir drittes Fahrzeug spinnt. Warum weiß ich auch nicht. Mir zurzeit ein bisschen komisch, weil er ist einfach weitergefahren und hat hier gestartet, hier rechts. So, mal gucken, ist er gleich voll. Dann werden wir gleich die 14.000 einschmeißen. Dieser Strom, wenn man da so nachher mit Dings fahren, mit einem Schwatter, den haben wir glaube ich sogar noch. Der normalerweise rechts, es kommt nach rechts nichts. Hinten und links. Da ist aktiviert. Deaktiviert. Also ich weiß es nicht genau, warum er jetzt unbedingt in die andere Richtung fahren wollte. Wenn man den Kurs anschaut, das ist der mittlere Kurs für die Mitte. Und links und rechts fahren die anderen beiden ja. Da steht zwar was von hinten, aber hinten ist ja so nicht korrekt, sondern eher Mitte. Und er ist ja hier schon gefahren. Und jetzt müsste er hier eigentlich fahren. Macht aber nicht. Warum will er unbedingt das machen, wie ich das will? Ich muss ja mit durchziehen, das ist das Problem. Mal gucken, wo er hin will. Der ist schon ganz woanders. Ganz woanders. Er will da unbedingt hin. Denn es gibt ja Konflikte mit den anderen hier zusammen, die fahren dann ja entgegengesetzt und das ist ja dann nicht so berauschend. Ich hätte es ja verstanden, wenn es ein anderer Drescher gewesen wäre, irgendwie haben wir von dem schon eins zu laufen, da klappt das ja. Gut, dann machen wir erstmal die anderen her. Sonst. Stellen sich die Beine im Bauch und kosten nur Geld. Und beides ist nicht so gut. Und Geld haben wir eh zu wenig. Nur was, warum jetzt die Dinge überhaupt nicht funktionieren? Also der dritte. Die anderen klappen ja ganz gut. Ich sage, klappt perfekt, aber das funktioniert die ersten beiden. Aber der dritte will nicht. Muss ich mal umstellen. Dann vielleicht einen zweiten nehmen. Ja. Dann mache ich es auch bei 44%. Aktualisieren. Kartenmaterial und Radarwarner. Sonst kann es teuer werden. Wo alle sind eh dabei. Das haben mittlerweile 1, 2, 4, 5, 9. Folge. Ha! Wir haben Freitag. Und Data Fight der Hose. Habe ich mir so vorgenommen. So. Da bin ich. Lippen platzen auch schon wieder. Mal trockene Luft hat. Hm.
Ja, der wartet, das ist gut. Das ist auch eingestellt. Hier muss ich auch warten, bis er entsprechend losfährt und mir nicht gerade sehe, ob ich da reagieren müsste, wegen Ausweichen. Dann ist er auch voll. Ja, da muss ich ausweichen. Das sieht man. Die Brüder halt sind sowas von brutal. Der fährt schwere Runde. Mal kurz mal das einfüllen, ne? Der vorbeigefahren ist, kann ich gleich hier zurückfahren und entsprechend überladen, ne? 10.000 Trikale. Die können wir gut verkaufen. Und besser wäre natürlich, wenn wir im Frühjahr verkaufen. Aber wenn das Geld nicht reicht, also ein paar Euros fehlen für unseren Malzfabrik zuerst und dann die Brauerei, dann würde ich mir das auch verkaufen. So, die sollte jetzt zwar nicht stehen bleiben, aber hier ist man ganz gut. Ja. Gehen wir mal rüber und dann gehen wir gleich rüber und machen unseren anderen Freund hier. Ja, natürlich. Ja, weißt du, weit dicht dran oder so weiter? Also Mittelweg gibt es da noch nicht, ne? So, jetzt mal schauen. Bisschen putzen, verdrehen, Maus verschieben. Ja. Nur mit schnell laufen, ne? Anders geht's nicht, sonst kommen wir nicht hinterher. Und ich weiß noch nicht, warum man da hin will. Also wir machen könnten, ist den Kurs löschen und neu laden. Hinten ist das weg oder war die aktiv? Also wenn ihr das wisst, bin ich über jeden Ratschlag dankbar, was ich da jetzt verkehrt gemacht habe. Was ich jetzt machen könnte, ist nochmal den zweiten Kurs nehmen. Mitte. Hinten ist ja... Warum ist er eigentlich mal links? Mal gucken. Rechts. Tja, das muss es gewesen sein mit dem Punkt hier, mit Fahren. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Na gut, irgendwas machen wir verkehrt, ne? Sonst ist ja meistens, wenn zwei funktionieren, muss der dritte auch funktionieren normalerweise. Hat ja nun geklappt, wie es aussieht. Besser wäre natürlich, wenn alle drei zur gleichen Zeit fahren, weil das macht ja nur im Prinzip
Probleme, sag mal so, ne? War der nun voll? Wo ist der andere voll? Der zweite. Und jetzt checken wir erst los, wenn wir beide voll gemacht haben. Sonst fährt er wieder in den Kreis. Der erste hat ja ein bisschen mehr drin, da geht er miteinander länger fahren und der zweite muss ich halt früher, ne? Naja gut, es klappt das ja zumindest auch. Eva sieht so aus, es klappt. Und Gas geben. Dicht ranfahren, ne? Das glauben wir ja nichts. Das ist immer ungünstig, jetzt ist vom Ton her. Und überhaupt nicht kalkulieren kann, ob das nun laut oder leise ist. Das kriegst du gar nicht mit. Und gar nicht bei der Aufnahme. Also den ersten Mal gerade überholt. Das war ja so nicht die Absicht. Normalerweise fahren wir immer Duo, Tax, drei hintereinander. Das ist da auch im Prinzip besser, man hat drei gleiche Fahrzeuge. Nicht nur die Arbeitsbreite, sondern auch die Füllmenge, dass man da keine Probleme gibt. Ne? Man sieht ja nur, dass der entsprechend so schön sehen, dass wir hier Fruchtplatten drin haben, ne? Gemisch, Trikale halt, Mischgetreide. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt sowas... Jetzt ist der richtig. Ah, das kann natürlich sein, dass der... Aber der hat ja noch angefangen, dann hat er übergewechselt. Das habe ich nicht verstanden. Wenn Sie den anderen mehr erwischen, da hinten der roten. Der Lexikon ist ja auch wieder gleich voll. Und den muss ich bald zuerst nehmen. Sonst kriegt das mir eine Wäsche hier. Wo die eigentlich warten, ne? Eigentlich. Muss ich warten. So, wir haben 9:15 Uhr im Spiel, wir haben bei mir 14:40 Uhr. Nach den Folgen mache ich dann Kaffee. Jetzt haben wir 1, 2, 3, wir zählen. 4, 9, 9. Folge. Gute Stunde noch. Ist an sich nicht verkehrt, wenn man 3 Stunden am Stück spielen kann. Ist ja normalerweise kein Problem. Macht ja auch mehr Sinn, man ist drinnen, man ist voll dabei und man kommt voran, ne? Aber wie gesagt, hier im Winter wird auf 3 Tage umgestellt. Das macht sich einfach besser. Dann machen wir ein bisschen weniger Holz, dafür mehr andere Sachen, ne? Denn Holz ist ja wieder ein anderer Bereich normalerweise, komplett mit Forst ist ja wieder was anderes. Und wir können unsere Bäume wachsen sehen, das kommt auch noch hinzu. Denn 6 Tage, 2 Tage kann ich höchstens spielen in normalen Zeitrhythmus her. Ne? Wir können auch noch ein bisschen zulegen mit der Zeit, wenn die Ernte durch ist und der Stroh drin ist. Die Aussaat ist ja nicht ganz so dramatisch, aber wie gesagt, kommt ja noch das andere hinzu. Gras wollen wir noch ernten. Und Hopfen, ne? und Mais. Leute müssten eigentlich hier raus. Müssten wir eigentlich warten, bis der Rote vorbeigefahren ist, damit wir zum anderen kommen. Das ist da hinten. Jetzt ist die Gefahr, dass die sich jetzt in das Quere kommen. Was nicht passieren würde, wenn die jetzt zum Beispiel hintereinander fahren würden.
dann wäre die Gefahr nicht so groß. Aber gut, wir hatten mal so irgendwas verbockt zum Anfang und jetzt haben wir es immer doch gekriegt. Nee, nee, du nicht. Oh. Gucken und Wallachen gucken. Also fahren und Wallachen gucken. Aber das ist halt kratzen und husten, ne? Und man schaut es nicht im Mikrofon tun. Ja, siehst du, der wartet schon, wie es sich gehört, ne? Hat er gewinkt? Er hat nicht gewinkt. Gib Ohren. So. Die Pieps zu Ende. So, liebe Show, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Heute geht es ein bisschen zügig durch. Geht nicht anders. Dann seid mal Füße und den Winkel. Ciao, ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke noch fürs Reinschauen. Wir machen dann gleich weiter. Bis nachher. Ciao, ciao. Tschüss.